Ja, ich wurde genötigt, hier wieder hin zurückzukommen. Der Markus Zintel ist hier alles am Vorbereiten, dass der Panzer hier reinfahren kann. Ich weiß gar nicht, ob das hier klappt, gerade live. Ah doch, also hier ist schlechter Empfang. Hier wird aufgeräumt, Eisen rausgeholt und so weiter. Und die Verbindung hier steht, also die Straße ist sozusagen befahrbar, hinten dann über Schotter. Und ihr seht, wie die Leute hier Bagger fahren. Also alle Leute, die hier arbeiten, das muss ich nochmal wiederholen, das sind alles Profis, wirklich alles Profis. Und jeder weiß, was er macht, jeder Handgriff sitzt und jeder weiß, wie weit er gehen kann. Und solche Leute brauchen wir hier einfach. Also er bereitet vor, dass der Bagger hier runterfährt. Der Bagger soll das, nicht der Bagger, der Panzer soll das aus der Mitte rausschieben, dass die Strömung sich hier ein bisschen beruhigt, weil wir Angst haben, dass hinten die Aufschüttung sonst weggespült wird. Es soll ja jetzt irgendwann auch wieder Regen kommen. Und das ist ein hohes Risiko, dass dann hinten wieder alles weggeschwemmt wird. Und hier sind echt alle ja, ganz locker. Das ist echt wie so eine Gemeinschaft. Also jeder duzt sich hier. Auch jeder, der mich anruft, duzt mich. Ich finde das echt gut. Ne? Also auch hier durfte man mal reinspringen, du sogar Bilder machen. Und jetzt werden viele denken, warum filmt der so einen Scheiß? Aber ja, wir sind nun mal auch Männer und auch ein bisschen technikaffin. Das gehört nun mal mit dazu. Seid ihr von hier oder was? Bitte? Wachtberg. Wachtberg? Darf es gefilmt werden? Was machst du? Warum bist du jetzt genau hier heute? Heute um zu helfen, wie immer. Wie die letzten 4 Tage. Helfen wie immer, das ist die beste Aussage. Was machst du genau? Ich habe dich jetzt. Bagger fahren, Kipper fahren. Du bist hier auf der Seite am Arbeiten, ne? Wir waren 3 Tage Abrück und jetzt 2 Tage hier in Marienthal. Ja, super. Mit wie viel Maschinen und was für Maschinen seid ihr da? Pickup, Anhänger, also Kipphänger und Bagger. Und insgesamt auf der Baustelle, was habt ihr da? Ich kenne ja nur unsere Baustelle. Wir sind nur Freunde. Nee, wir zu dritt und zu vier. Sind da Bagger, Sortierbagger, ja, ja, Mobilbagger, Erdbagger, Erdbewegung, also Raupen sind am Schieben, am Machen, am Tun. Also auch richtig schweres Gerät. Ja, das ist für mich auch interessant, weil ich kenne ja nur bei uns hinten die Ecke, ne? Also Großbaustelle sozusagen. Ja. Seid ihr auch schon die ganzen Gänge am Freiräumen mit kleinen Geräten und so in den Häusern? Nein, nicht. Die Hauptwege sind noch am Freilegen, die hier dann verfüllen, dann wir weiterkommen und wollen jetzt als nächstes gerade Richtung 9 abrollen. Ne? Ja. Weil hier jetzt nochmal das Größte bewegt worden ist und dann wollen wir halt einfach weiter. Weil da hinten heißt es, im Altena und so weiter, da ist halt sehr, sehr wenig Manpower noch im Moment, ne? Mit und, großen Maschinen. Und du bist einfach gekommen und hast geholfen? Ja, klar. Ist ja für mich ist das die Nachbarschaft. Ne? Ich bin seit 50 Jahren hier. Umgebung, sagen wir einfach mal. Ich möchte irgendwann wieder hierher fahren, ne? Ob mit Motorrad oder Auto. Ja. Muss wieder hergestellt werden, da gibt es nichts. Super. Also wieder ein Engel entdeckt hier. Also eigentlich alle, die man hier sieht, das ist einfach, alle sind hier mit dran am Arbeiten, dass es wieder läuft. Schon 7:15 und ihr seht es auch, alle sind noch am Arbeiten, ne? Also auf allen Baustellen. Außer ich, wie gesagt, ich habe jetzt gesagt, ich mache mal Pause und will das hier mal ja, filmen. Und ich wiederhole es nochmal. Tut mir leid, dass ich hier so viel wiederholen muss, aber ich muss ja irgendwas auch euch an Informationen mitgeben. Das läuft jetzt wirklich super. Ich habe mit vielen vom THW gesprochen. Die können auch nicht verstehen, warum sie nicht eingesetzt worden sind und sind echt sauer. Ich habe oft gehört, dass es da ganz oben eben dran liegt.
vor der Kamera will sich natürlich keiner äußern. Und meine Kritik ist das ja auch, es kann ja nur ganz oben dran liegen, die Leute sind ja hierhin gekommen zum Helfen. Also das war jetzt die Situation ja am Anfang, die ihr mitgekriegt habt. Und jetzt sind die eben freigelassen worden, ich nenne es mal so. Und das ist wirklich super, also unglaublich. Auch von wo die überall kommen, die Feuerwehrleute. Ich hatte auch eben mit einem gesprochen, die Feuerwehrleute und das DRW, die natürlich hier vor Ort stationiert sind, die sind ja auch alle selber betroffen gewesen. Ne? Und es war für die ganz, ein ganz hartes Brot, auch politisch. Politiker und Polizisten und so weiter, die haben eben auch Menschen verloren und konnten nicht direkt in Einsatz gehen. Also die ganze Situation hier ist einfach ja, ganz extrem gewesen und dadurch kann natürlich Chaos entstehen, alles klar, aber es war schon, wie gesagt, für uns dann eben auch schwierig. Und wenn man einfach die anderen durchgelassen hätte, es sind ja ganz viele nach Hause gefahren, die nur rumgestanden haben, die extra weit auf einen weiten Weg gemacht haben. Wenn man die einfach runtergelassen hätte zu uns, also die dürfen wohl nur nach Auftrag arbeiten und dann dürfen die loslegen und der Auftrag ist nicht erteilt worden. Und dann wäre, glaube ich, wäre alles glatt gelaufen irgendwie. Wir arbeiten ja jetzt mit den Leuten zusammen und es läuft alles glatt. Also wirklich richtig gut, ob Bundeswehr. Man braucht nur mit dem Finger schnippen, wenn der Bagger leer ist, dann kommen die mit einem riesen LKW an und betanken ein. Die Werkstattwagen, die überall sind, Peter Stepprath war bis eben auch hier. Ich denke, der ist jetzt auf dem Rückweg. Und wenn man hier alles sieht, die man so kennt hier aus der Ecke, HSR, Piertec als Hydraulikfirmen, die uns wirklich hier die ganze Zeit am Laufen halten. Und das ist einfach so ein Zusammenhalt und so eine Zusammenarbeit und jede Hand hier ist wichtig. Ob die Hand jetzt ein Lenkrad bedient oder Eimer schleppt, ist völlig irrelevant. Der muss mal abgeschmiert werden, der quietscht. Und ich glaube auch, dass das alles lückenlos aufgeklärt wird, was hier schiefgelaufen ist. Dass sowas eben nicht nochmal passiert. Und ich glaube, man weiß ja auch schon, was schiefgelaufen ist. Also, das ist ja offensichtlich. Ich hoffe, die haben die Badehose angezogen. Also ich gönne das hier den Leuten, die hier wirklich Tag und Nacht gearbeitet haben, die auf den Baggern gesessen haben, die wirklich hier Sachen gesehen haben, die sehr unschön sind, dass die jetzt hier einfach stehen und dabei zuschauen. So viel mag wohl mal gesagt sein. Der Traktor steht im Weg. Schlüssel steckt. Schlüssel steckt, sagt er. Okay, ciao. Ich habe gerade gehört, mein Trecker steht im Weg und hier geht es dann so, Schlüssel steckt. Also hier werden auch die Maschinen von den anderen einfach mal weggesetzt.
oder mal eben beladen. Aber das Geröll, wie gesagt, wird jetzt hier gebrochen, damit hinten die Stromschnelle entschärft wird. Und wie gesagt, hier laufen keine Ingenieure rum, keine Architekten oder sonst was. Das entscheiden hier wieder Markus Rintel, Leute aus der täglichen Praxis. Auch, dass hinten die Brücke befreit wird. Er sagte, wenn hier nochmal ein Regenfall kommt jetzt und Treibgut sich festsetzt, dann haben wir wieder das Problem. Dann wird das Wasser gegen die Mauer hier geleitet oder gegen die Aufschüttung. Und das muss alles vorher hier geregelt werden. Also eine Risikominimierung machen wir hier, wenn es jetzt wieder regnet. Und das war ja auch so kurios, als mich dann vorgestern rief mich einer von den Feldjägern an aus Köln. Ich weiß ja nie, ich habe ja auch Freunde, die schon mal einen Spaß machen, ob das wirklich wahr ist. Und der wollte dann von mir wissen, was ich brauche und wie sie uns helfen können. Und das sind so komische Situationen, wo man wirklich denkt, in welchem Film bist du gerade? Und das ist so mein Problem. Wenn ich dann abends nach Hause komme, dann werden so viele Sachen Revue passiert, dass ich dann im Prinzip kaum zum Schlaf komme. Also das ist so eine ganz andere Welt, wenn man jetzt hier ist und mit diesen ganzen Problemen konfrontiert wird. Aber die Probleme eben auch bewältigt. Und es sei nochmal erwähnt, ich gönne das den Jungs hier. Das ist ja nur eine kleine Auswahl von allen und die anderen gucken vielleicht jetzt gerade zu, dass wir einfach uns hier mal hinstellen, bei sowas zu gucken. Hier sind Leute bei, die haben 2 Nächte durchgearbeitet. 2 Nächte. Das habe ich nicht geschafft. Ich habe mich immer 3 Stunden dann hingelegt. Und das muss auch erwähnt werden. Also wenn jetzt irgendeiner einen dummen Kommentar hier lässt, der soll einmal das hier nachmachen, was die Jungs hier alle leisten. Ja? Also stellvertretend für alle Jungs, die überall am Arbeiten sind und auch natürlich die Frauen, die hier Eimer schleppen. Deshalb, das muss jetzt sein. Ja? Hier flitzt wieder einer mit so einem. Das sind die Geräte, mit denen wir echt viel machen können hier auf engem Raum. Das sind die landwirtschaftlichen Geräte für die Höfe zum Misten, womit wir dann hier eben die Gassen räumen und eben auch Schlamm wegschieben.
Ja, mein Akku ist gleich schon wieder leer. Ich muss meinen Akku eigentlich die ganze Zeit am Ladegerät haben. Dass jetzt so wenig Anrufe ankommen, keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht gucken alle zu. Ich habe noch 4% und dann ist gleich mein Akku leer. Dann gehe ich auch zum Traktor und dann geht es weiter. Ich denke, das dauert hier noch eine Zeit. Ich gehe mal mit euch ein bisschen näher dran. Kann sein, dass der Empfang dann weg ist. Wie gesagt, Akku ist eh gleich leer. Was sagst du, Markus? Hast du auch nicht oft auf der Baustelle sowas, oder? Naja, wir haben zu hohen Stundenlohn, die Bundeswehr. Wie viel braucht so ein Ding in der Stunde? Weißt du das? Das ist ein 1,1 Liter EcoBoost mit Start-Stopp-Automatik. Echt? 75 PS. Also ein Hybrid ist das? Hybrid, ja, ja. Ah. Teils Elektro, jawohl. Aber für den Weg hätte er Elektro einschalten. Vorstellen, warum wir das Ganze machen? Heute. Bauen wir den Berg, weil bauen wir jetzt was? Ja, ja, ja. Der Burger wäre, glaube ich, ein bisschen heikel, oder? Es geht darum, die ganzen Wassermassen treffen hier genau an die Mauer. Ja, ja. Treffen wir genau auf die neu gebaute Straße. Und das wollen wir hier rüber machen, nochmal das alte Flussbett herstellen. Ja. Hast du ein Bild von dem alten Flussbett irgendwie gehabt? Nein, gar nichts. Man erkennt es hier drüben, wo die Böschungskanten noch grob zu erahnen sind. Also der Fluss war viel weiter rüber, oder wie? Nein, der war hier sehr breit. Du siehst hier drüben, wo der, in dem Bereich, hier vorne die Mauer, siehst du? Ah, okay, ja, die Stützmauer. Ja, ja, ja. Und da war das dann... Ja, oben Foto. In der Gaststätte, wieder hier vor außen gehen. Und alles. Wir haben Post gehabt. Oh, cool. Da geht gleich rein. Also da hinten in der Gaststätte sind Bilder, wie es hier vorher aussah. Ich befürchte, mein Akku wird nicht reichen. Also bevor der Akku gleich weg ist, nochmal ganz, ganz dickes Lob an die Bundeswehr. Die Zusammenarbeit ist einfach gigantisch jetzt, wo es wirklich klappt, wo die Jungs Entscheidungen treffen dürfen. Und das ist einfach Wahnsinn. Wenn wir denen irgendwas sagen und fragen, das ist, zack, ist es gemacht. Genauso mit der Feuerwehr oder mit dem THW. So ist eine Zusammenarbeit wirklich perfekt. Und ihr seht, was hier gerade gemacht wird, was hier geleistet wird. Und es geht einfach nicht anders. Mit dem Kettenbagger hier reinfahren, wäre mehr als grenzwertig.
also mit dem Kettenbagger hier reinfahren wäre mehr als grenzwertig und wir wollen hier null Risiko fahren. Ne? Und deshalb, die Maschine ist hier wohl die geeignetste. Ich wüsste nicht, wie man es hier sonst begradigen könnte wieder. Egal wie toll man das findet. Also wenn ich überlege, wie viele Menschen hier gestorben sind, ich habe keine genaue Zahl, ich kriege so nichts mit, ich höre auch kein Radio, weil ich immer am Telefonieren bin. Und es ist einfach, ich meine, hier, das findet man vielleicht schön oder gut, weil man Technikfreak ist, aber was hier passiert ist, wie gesagt, ich muss nochmal wiederholen, das ist schlimm. Und die schrecklichen Sachen, die bleiben auch die ganze Zeit. So, ich höre auf, sonst ist nachher das Video weg. Mein Akku ist leider leer. Macht's gut, bis später.